Dschungel voller Guerilleros. Natürlich nicht. Ist außerdem noch eine ausgebildete Hubschrauberpilotin. In Far Cry Instance für die Xbox übernimmt er die Rolle des Ex-Bootsverleihers Jack Carver. Ich sage Ex-Bootsverleiher, weil unfreundliche Söldner dem guten Jack gerade sein Boot unter dem Hintern weggeschossen und zudem noch seine Kundin Val entführt haben. Als Mann von Ehre beschließt Mr. Carver natürlich, seine Klientin zu befreien. Da Jack zu Beginn nur sein Butterfly-Messer besitzt, gilt es, vorsichtig zu sein und Feinde leise zu beseitigen. Zu diesem Zweck pirschen wir uns einfach an einen Bösewicht heran und drücken im richtigen Moment den B-Knopf. Wer nicht auf Messer steht, kann auch jederzeit auf Knopfdruck eine Astfalle bauen und versuchen, Gegner mit geworfenen Steinchen in ihr Verderben zu locken. Die Falle habe ich bereits errichtet, jetzt werde ich mal ein paar Steine werfen und abwarten, was passiert. Bei solchen Aktionen ist es wichtig, den Radarschirm im Auge zu behalten. Grüne Punkte sind unaufmerksame Feinde, gelbe bzw. orange Punkte symbolisieren argwöhnische Gegner. Sind die Punkte rot, braucht ihr euch nicht zu verstecken, denn dann wissen die Feinde, dass ihr da seid. Mittlerweile haben wir uns in ein Söldnerlager geschlichen. Da Jacks Bewaffnung, ebenso wie die Munition, noch etwas spärlich ist, kriechen wir jetzt mal unter eine der Hütten, drehen uns mit dem A-Knopf blitzschnell auf den Rücken und ruinieren die Familienplanung dieses Söldners. So, jetzt ist es aber auch genug mit der Schleicherei, denn schließlich ist Far Cry Instincts ein Ego-Shooter. Im Spiel gibt es 15 verschiedene Waffen, die von Pistolen über Maschinen- und Scharfschützengewehre bis hin zum Raketenwerfer das typische Shooter-Arsenal abdecken. Jack ist in der Lage, drei verschiedene Waffenarten zur selben Zeit mit sich herumzuschleppen, die per Digikreuz umgeschaltet werden können. Als moderner Actionheld kann der Ex-Bootsverleiher natürlich auch zwei Waffen gleichzeitig abfeuern. Die Intelligenz der Gegner bewegt sich dabei im normalen Shooter-Mittelfeld. Die Söldner und Mutanten reagieren zwar stellenweise etwas seltsam, verwandeln sich aber spätestens in der zweiten Hälfte des Spiels in eine echte Landplage. Immerhin versuchen sie, wie dieser Kollege hier, in Deckung zu hechten, wenn man ihnen eine Granate vor die Füße wirft. Wenn dann natürlich keine Deckung da ist, nutzt einem auch der schönste Hechtsprung nichts. Bei Far Cry Instincts bleibt es euch selbst überlassen, wie ihr ein Problem angeht, ob ihr Fahrzeuge benutzen wollt und welche Route ihr wählt. Die Maps sind weitläufig und offen gestaltet, sodass jeder Spielertyp eigentlich in der Lage sein sollte, sich ganz nach seinem Geschmack durch den Dschungel zu schlagen. Wir sind hier gerade auf dem Weg zu einem Sendeturm. Ey, komm, mach einen Abflug, der sich auf der anderen Seite der Schlucht befindet. Ihr habt sicher gesehen, da ist ein Drahtseil gespannt, das werden wir jetzt mal benutzen. Jetzt geht's weiter per Flugdrachen. Wem der Drachenflug zu schaukelig ist, so wie mir, der kann natürlich auch jederzeit per Druck auf den X-Knopf abspringen und sich ein anderes Fahrzeug schnappen. Mist! Ich denk mal, Schwimmen dauert mir zu lange, ich schnapp mir das Boot und heiz weiter flussabwärts. Was ihr eben gesehen habt, ist übrigens nur eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten, um diesen Spielabschnitt zu meistern. Es liegt also bei euch. Im späteren Verlauf des Spiels wird Far Cry Instincts dann noch richtig wild, denn nach und nach werden Jacks Mutantenfähigkeiten aktiviert. Auf diese Weise ist es Jack möglich, mit einem Affenzahn zu rennen oder super weit zu springen. Um Munition und Medipacks braucht ihr euch dann ebenfalls fast keine Sorgen mehr zu machen, denn Jacks Energie regeneriert sich automatisch und mit dem wilden Angriff haut ihr fast jeden Gegner aus den Socken. Um einen wilden Angriff zu starten, müsst ihr einen Gegner ins Visier nehmen und auf den B-Knopf drücken, sobald das Symbol an der Zielmarkierung erscheint. Wer bei Halo 2 schon mal das Energieschwert benutzt hat, weiß genau, wie es läuft. Natürlich bleiben auch Jacks Augen und Nase nicht von den Mutationen verschont. Ähnlich wie bei Chronicles of Riddick helfen euch Jacks verbesserte Augen dabei, im Dunkeln zu sehen, und mit seinem Turbozinken könnt ihr Gegner und deren Spuren erschnüffeln, was durch ein oranges Leuchten oder glühende Körper visualisiert wird. Ihr seht's ja gerade selber, der kleine Flitzer zieht eine ganz schöne Duftspur hinter sich her. Leider ist der Gebrauch von Jacks Spezialkräften an seinen Adrenalinvorrat, das ist der kleine grüne Balken links unten im Bild, gekoppelt. Behaltet das Ding ständig im Auge, denn ich kann euch sagen, dass es kaum etwas Schlimmeres gibt, als wie ein Berserker unter den Gegnern aufräumen zu wollen und dann plötzlich ohne Adrenalin dazustehen. Zum Glück lädt sich das Zeug durch herumliegende Fertiggerichte oder Daueraction wieder auf.
Durch das Zusammenspiel von Jacks Spezialfähigkeiten und konventionellen Waffen ergeben sich auf jeden Fall völlig neue taktische Möglichkeiten. Nur wer normale Angriffe und Spezialfähigkeiten kombiniert, hat eine Chance, den Far Cry Instincts Abspann zu sehen. Abschließend bleibt mir zu sagen, dass mich Far Cry Instincts wirklich gerockt hat. Die Grafik sieht hervorragend aus, hat aber einige Mängel. Ihr habt sicher im Verlauf dieses Videos bemerkt, dass man das Gras buchstäblich ins Bild wachsen sehen kann, einige Details sehr spät eingeblendet werden und ganze Grafikteile ins Bild ploppen. Bei besonders heftiger Action kommt es zudem häufiger zu kleinen Rucklern und Problemen bei der horizontalen Zeilendarstellung. Ich sag euch was, mich stört das alles nicht besonders, denn Far Cry Instincts ist abwechslungsreich und macht wirklich Spaß. Das Verhältnis von Außen- zu Innenleveln liegt übrigens bei ca. 70 zu 30. Wer öfter Kumpels am Start hat, kann zudem mit bis zu 4 Leuten an einer Konsole zocken. Ehe ihr fragt, nein, es gibt leider keinen Koop-Modus. Mit dem Karten-Editor herumbasteln oder online spielen. Den Editor und die Online-Modi zeigen wir euch in der nächsten GamePro, denn zum jetzigen Zeitpunkt waren noch keine Server vorhanden. Wer auf Ego-Shooter steht, sollte auf jeden Fall zuschlagen.